Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich hab nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein. Ich hab doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Wow, das scheint also unsere erste große Mission zu sein, indem wir jemanden von oben erledigen müssen, denn wir sollen Richie erledigen. Wir haben den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie Doucette und die Dixie-Mafia aus ihrem Loch gelockt. Das nehmen wir natürlich zum Anlass, die Jungs auseinanderzunehmen und ich hoffe natürlich, dass wir sie ordentlich wegwemsen werden. Wie gehabt, ich möchte sie einfach nur abschlachten. Ich hoffe, ihr nehmt mir diese Wortwahl jetzt nicht übel, aber mal ganz unter uns. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben einfach alle niedergemetzelt. Und ich freue mich drauf auf diese Mission. Gehen wir sie an. Erledige Richie Doucette. Sprich dein Gebet. So, erstmal brauche ich aber einfahrbaren Untersatz. Und auch dieses Mal ruft ein Zeuge die Polizei. Hallo, schicken Sie ein paar Polizisten hier rüber. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. So, nach einem kleinen Abstecher zu Hause in Sammys Bar in unserem Versteck, um unser Bargeld loszuwerden und einem kleinen Wagenwechsel. Alle Einheiten, Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Genau. Denn, mein eigenes Fahrzeug, was ich vorher hatte, wurde mir nämlich einfach mal geklaut. Aber nun befinden wir uns am Rummelplatz. Ich muss hier erstmal gucken, wie wir überhaupt hineinkommen. Aber da vorne sieht es ja schon ganz gut aus. Und machen uns auf die Jagd. Nach Richie. Das? Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat doch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann, sicher. Komm schon, machen wir besser weiter, bevor Bobby wieder rumbrüllt. Alles klar, pass auf deinen Arsch da unten auf. Genau, pass auf deinen Arsch auf. Hä? Dein Arsch ist auf jeden Fall erledigt. Oh, hier ist ein Scharfschützengewehr. Das heimt sich mir doch mal glatt ein. Ah, sehr nice. Das ist wirklich cool. Fangen wir mal an, hier ein bisschen rumzumetzeln. Okay, los
geht's. Weiter. Hat Georgie dich geschickt? Willkommen auf Baron Samedis Rummel. Wir freuen uns auf euch. Brenn, Digga Boy! Brenn! Also geht eure Sorgen. Seid zu sterben, Penner! Ich bin dieses Arschloch und seine Spielchen leid! Schluss mit dem Spiel! Ich bin immer noch hier, Arschloch! Also wir werden wohl erwartet, sonst hätte es diese tolle Ansprache gerade nicht gegeben. Ich glaube, einer von den Gegnern traut sich hier hoch. Aber auch er ist nur Gemüse für uns. So, und eine weitere Person sehe ich jetzt gar nicht. Das heißt, ich werde mich... Oh, okay, gut, dass er schießt. So bekloppt das klingt, der Hund ist er. Ich hab keine Kugeln mehr. Das ist die Macht der... Kein Arsch darüber. Ja, da habe ich gerade zu lange gewartet. Ja, wo ist er jetzt? Mixer. Da. Aber irgendwo habe ich eben noch eine Stimme ausgemacht. Ah, da hinten ist auch noch einer. Der ist jetzt dahinter. Der Wichser hat mich unterschätzt. So. Ausgestattet. Gut. Gehen wir weiter vor in feindes Gebiet. Auf dem Rummelplatz. Das ist auch ziemlich nice. Der Kleine ist hinüber. Ich komme aus meiner Decke. Scheiße. Ich bin zum ersten Mal getroffen. Das war auf jeden Fall schon ziemlich gefährlich. Fickt euch selber, ihr Spassis. Oh. Jetzt habe ich mir Adrenalin gespritzt. Du hättest dich verpissen sollen, als du noch die Chance dazu hattest. Als Mauljunge. Nee, die will ich auf gar keinen Fall abgeben. Denn ich finde, die ist ziemlich stark, die Waffe. Okay. Das hat jetzt sehr bedrohlich. Geschäft. Scheiße, ich wollte nicht in diesen ganzen Mist reinschlittern. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling, sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verfickt. Na gut. Okay, er steht hier vorne. Dich, Arschloch! Boah, wie killt er den denn nicht direkt? Das heißt, die haben uns jetzt auch direkt entdeckt. Ich bin
Also, wir könnten uns auch friedlich einigen. Du brauchst nur zu sterben. Das war sehr knapp. Also vor den Schrotis muss ich mich echt in Acht halten. Und die halten definitiv auch einiges aus. Ja, ich habe es nicht direkt in den Kopf geschossen, aber ich wollte jetzt auch nicht zu nah rankommen lassen. Da ist der Pisser. Ich muss nachladen. Ich mach nur meinen Job. Meinen Traumjob. Verdammte Scheiße, tut das weh! Der hat mir Geld geschuldet. Das tut ja wohl noch mehr weh. Ich bin... Ich hab... Okay. Alles doch sehr knapp. Kann mich hier nicht so einfach durchbewegen, wie ich vielleicht gerade noch vorher großkotzig angekündigt habe. Aber ich lebe noch. Und das ist ja alles, was zählt. Jetzt muss ich mal erst gucken, wo ich hier überhaupt lang muss. Ach, da vorne ist auch noch eine schöne Markierung. Ich will mal eine andere Waffe einverleiben. Hey, du Pisser! Hier scheint wir wissen, dass du hier irgendwo steckst. Weiterzugehen. Komm raus, dann machen wir es kurz. Versprochen. Er hat sich quasi selber weggefackelt. Blöder Wichser. Aber wie wir jetzt schon nie mitbekommen haben, agieren die Gegner nicht wirklich intelligent. Und kommen meistens sogar auf uns zugelaufen. Scheiße! Was wir natürlich für uns ausnutzen können. Okay, er verpisst sich. Das gibt's also auch. Gehen wir in erhöhte Position. Wir könnten uns auch friedlich einigen. Du brauchst nur zu sterben. Genau. Ich glaube, die einzigen, die hier sterben werden, das seid ihr. Der Scharfschützengefährte natürlich doch nicht ganz schlecht gewesen. Ich habe aber keine große Lust, jetzt wieder zurückzulaufen. Schießt auf jeden Fall sehr ungenau. Ich hab keine Hey, Motherfucker, hat Georgie dich geschickt? Ich bin ganz von alleine gekommen. Wichser. Komm, zeig dich, du Spast. So. Da ist man. Er hat kann was mitkriegen. Ich habe es mir gerade schon fast gedacht, dass wenn ich mich zu lange auf eine Stelle konzentriere, dass vielleicht plötzlich einer hinter mir auftauchen könnte. Und so ist es dann auch noch tatsächlich. Ah, hier liegt sogar noch ein Scharfschützengewehr. Ein nach dem anderen von euch. So, irgendwo ist noch einer. Ja. Einer weniger. Da ist auch noch einer. Zeig dich. Motherfucker. So,
Gut. Leben. Das erinnert mich alles ganz stark an den Joker, diese Szenerie. Leute, ihr habt den ganzen Weg bis zum Riesenschaufelrad geschafft. Und es war je. Scheiße, der ist hinüber. Ja. Ein bisschen nicht so. Ich glaube, das waren diese Gesellen hier. Er lebt noch. Okay, ich will keine Munition verschwenden, auch wenn der Wichser es eigentlich verdient hätte. Oh cool, und es geht in die Geisterbahn. Du hast dich mit dem falschen Weißen angelegt. Schnappt euch den Nigger. Lauf, Peter, ich überlasse dir einfach alles. Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Scheiße, ich sehe jetzt gar nicht genau, wo ich lang muss. Oh. Sehr cool gemacht. Also, man kann ja vom Leben eines Sklaven reißen, was man will. Aber der Schatten. Also das finde ich schon sehr nice. Ich mach nur meinen Job. Ich auch. Und ihr seid mein Job. Gut, kleine Verschnaufpause. Fick dich, Wichser. Steckt sich da schön mit seiner MG. Du hast kein Anrecht darauf. Aber wenn du unbedingt draufgehen willst, dann komm ruhig her. Ich bin auf dem Weg. Gruselmäuliges Arschloch. Und ich werde dich ficken. Um seine Drecksarbeit zu erledigen. Ah! Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit! Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt! Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr! Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich! Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nein! Nicht! Bitte! Hör zu! Es ist doch Brauch, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Nein, bitte! Oh!
Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Richie Doucette ist abgeschlossen. Und ich muss eben dazu sagen, das war jetzt gerade doch noch knapper als eigentlich erwartet. Denn ich wollte schön mit meinem Kampfmesser da rein. Oh, Kickback. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal ein Kickback für dich erwirtschaftet. Verfügbare Kickbacks werden immer auf der Karte angezeigt. Gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterbosses. Du erhältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse, weise ihnen Geschäfte und Bezirke zu oder verschone Informantenbosse für mehr Kickback. Die Loyalität deiner Bosse bestimmt den Kickback und ändert sich mit Verteilung von Geschäften und Bezirken. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich kann da so mit dem Kampfmesser eben rein und ihn erledigen. Ja, wie man gesehen hat, hat das nicht ganz so geklappt, sondern wäre fast selber draufgegangen, hab's aber geschafft und... Unser Freund baumelt hier irgendwo. Okay, wir sollen mit Cassandra reden und das wird auch das nächste sein, was wir tun. Und wir sehen uns bei ihr wieder.